Scheiße. Was geht, Leute? Und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Für den Arsch. Cut! Was geht, Leute? Willkommen zu einem weiteren Teil meines Bulk-Vlogs. In dem Fall der zweite, wenn ich das alles richtig schneide. Ich habe mich gerade in die Karre gesetzt und fahre zum Brusttraining. Chest Day, Every Day. Und habe hier so einen geilen Booster parat. Also ich bin normalerweise kein Booster-Trinker, Konsumierer. Höchstens, was ich nehme, ist das Koffein von MyProtein. So einmal, allerhöchstens zweimal die Woche. Ich habe aber auch Wochen, wo ich das komplett aussetze. Habe hier aber einen Booster mit der letzten Supplify-Bestellung mitbekommen, beziehungsweise von einer Person, die bestellt hat. AMPH3 Booster. Na, scharf stellen oder auch nicht. So, keine Ahnung, kenne ich nicht, ist nicht beschriftet. Ich probiere den heute einfach mal aus. Mach daraus eine kleine Review. Ist ein bisschen viel Wasser hier drin. Mal ein bisschen abgießen. Vielleicht kennt ihr ihn, ich habe davon noch nie gehört. Wie gesagt, mein letzter Booster ist reines Koffein. Ansonsten bin ich da eigentlich nicht so der Fan von, beziehungsweise empfinde ich das doch alles für ja, mehr Marketing als Effekt. Aber es ist natürlich jedem selber überlassen. Ich mache davon, ich mach da auch niemanden schlecht. Deswegen soll jeder selber wissen. Ich probiere den heute mal aus. Morgen ist Feiertag. Heute haben wir den 13. Also kann ich mir auch mal so einen kleinen Spaß gönnen. Wobei ich eigentlich der Meinung bin, dass eigentlich ja, nur das stark überdosierte Koffein daraus wirklich diesen Hit hat im Kopf. Der andere Krimskrams ist halt nur Spielkram. Arginin und Beta-Alanin und was man da alles drin hat. So, 15 Minuten habe ich noch. Kollege Walid ist um 13 Uhr beim Felix. Gott. Alter, da war aber Druck drauf. Riechen tut's weh. Ein Kaugummi. Oh Gott, und schmecken tut's super räudig. Oh. Scheiße. Ich hab da einen halben Liter von jetzt. Oder sogar ein bisschen mehr. Oh, schmeckt ekelhaft. So ein, schmeckt wie ein alter Kaugummi, den ihr schon ungefähr eine Stunde gekaut habt und dann nochmal irgendwie in den Mund tut. Mit so einem komischen, bitteren Beigeschmack. Oh, hoffentlich wird mir nicht schlecht. Egal, rein damit. Ah, ohne Spaß, ich übertreib's nicht. Das ist echt extrem räudig, das Zeug. Boah. Boah. Alter, ich muss ja ein Schluck Wasser nachtrinken. Boah. Boah. Kannst du ja nochmal zeigen. AMPH3 Booster. 9 Gramm. Gibt's auch eine Seite. AMPH3.de. Will wieder nicht hier. So sieht man das vielleicht minimal. Ja, keine Ahnung. Mal schauen, was mich erwartet. In dem Fall bis gleich. Chicken Chest. Bist du hart motiviert heute? Es geht so. Aber der ist schon gut abgenommen, der junge Mann, oder? Ich? Natürlich, Digga. Wie viel Kilo? 95. Von auf? 83. Ist heftig, Mann. Auf jeden Fall sichtbar.
Und wir ballern jetzt groß heute. Ich weiß nicht, soll ich mal 105 und mach 100. Ich mach 5 heute ballern. Ich glaube nicht, weil ich habe nicht mit Kohlenhydraten nicht runtergegangen, Digga. Stimmt, ja, das gestern haben wir gegessen. Ich bin getankt. Achso, der Booster haut richtig rein, aber ich glaube, das ist nur das Koffein. Von daher, Heilung gefragt. Los geht's. 5 Stück. 110. Dann 80. Was geht's? Komm, Floyd, bitte. Selbst abschließend. Wie viele Übungen machst du? Hä? Wie viele Übungen machst du? Ich mach jetzt noch. Vier Übungen für Trizeps. Zwei Übungen. Zwei Übungen für den Trizeps. Reicht auch beim richtigen Push-Training. Komm. Der läuft doch bei dir. Komm, easy. Oh, er ballert.
noch ein paar bewegende Worte nach dem Workout. Ich bin richtig fertig. Der Booster hat mich komplett zerstört. Ich muss aber auch zugeben, ich bin kein Koffeintrinker, also kein Kaffeetrinker. Von daher bin ich der Meinung, dass dieser Booster einfach nur krass überdosiert an Koffein ist. Bestimmt so roundabout 400 Milligramm, also 300 bis 400 auf jeden Fall. Der hat mich so krass geflasht, mir ist derbe übel. Und die Einheit war geil. Ich hatte einen extrem krassen Pump. Ich weiß jetzt nicht, ob es vom Booster liegt und ich bin so voll mit Kohlenhydraten. Das kann auch einfach ja, an den Kohlenhydraten liegen. Also ich habe sonst auch immer einen fetten Pump. Der Walid nervt schon. Ja, gleich, Mann, warte. Und ja, was soll ich sagen dazu? Kann man empfehlen. Fühlt sich auf jeden Fall nicht gesund an. Sei mal von Koffein, eine kleine Dosis reicht auch. Ich fühle mich ja immer noch extrem wach, mir ist übel. Wir fahren jetzt mit Walid noch was essen. Mal schauen, ob ich jetzt noch einen Crash bekomme oder keine Ahnung. Also ich habe auch keine Ahnung, ob dieses DMAA da drin ist, was ja in vielen Boostern drin war, ist teilweise, was ja immer umbenannt wird, damit die es wieder als Inhaltsstoff deklarieren können. Von daher kann ich das nicht beurteilen. Das Zeug nennt sich nochmal für alle AMPH3, AMPH3 Booster. Ich weiß noch nicht mal von welchem Hersteller, ob es ein Hersteller ist oder nicht. Ja, Leute, auf jeden Fall danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Jetzt gehe ich zum Essen, einkaufen, Steak für morgen. Morgen ist Feiertag und dann wird entspannt. Wobei, nee, morgen ist noch Rückenworkout. Dann nehme ich euch mit.